Frau Zimmermann, bei wem lassen Sie waschen? Ich frage aus ganz bestimmten Gründen grad bei Ihnen an. Bei wem lassen Sie waschen, putzen, flicken, weil Ihr Mann der Herr Dentist immer schick gekleidet ist? Deshalb frag ich Sie, Frau Zimmermann. Sagen Sie, Frau Zimmermann, bei wem lassen Sie kochen? Ich frag aus ganz bestimmten Gründen grad bei Ihnen an. Bei wem lassen Sie kochen, rösten, backen, weil Ihr Mann, das seh auch ich, ist so mager wie ein Strich. Deshalb frag ich Sie, Frau Zimmermann. Mein Mann wird dicker, mein Mann ist längst nicht mehr elegant. Mein Mann schuftet, aber die Rechnung zahl ich. Abend für Abend dreh ich allein mein Gesicht zur Wand. Und wenn er kommt, hat das Geschäft im Kopf anstatt mich. Sagen Sie, Frau Zimmermann, bei wem lassen Sie lieben? Ich frag aus ganz bestimmten Gründen grad bei Ihnen an. Bei wem lassen Sie lieben, küssen, streicheln, weil Ihr Mann, der arme Wicht, sitzt zu Hause und rührt sich nicht? Deshalb frag ich Sie, Frau Zimmermann. Sagen Sie, Frau Zimmermann, bei wem lassen Sie quälen? Ich frag aus ganz bestimmten Gründen grad bei Ihnen an. Bei wem lassen Sie quälen, foltern, martern, weil bestimmt Ihr armer Mann eine Peitsche brauchen kann? Deshalb frag ich Sie, Frau Zimmermann. Mein Mann ist rüstig, mein Mann ist immer noch kerngesund. Jeden Abend arbeitet er bis nach 10. Neulich, da ging ich ihn noch besuchen zu später Stund und hab ihn dort mit seiner Sekretärin gesehen. Sagen Sie, Frau Zimmermann, bei wem lassen Sie töten? Ich frag aus ganz bestimmten Gründen grad bei Ihnen an. Bei wem lassen Sie töten, morden, richten? Mein Mann putzt schon sein Gewehr. Ich muss schneller sein als er. Deshalb frag ich Sie, Frau Zimmermann. Sagen Sie, Frau Zimmermann, wo lassen Sie begraben? Hören Sie, Frau Zimmermann. Antworten Sie, Frau Zimmermann.